So bleibst du jetzt. Sieht gerade aus, oder? Ja, das sieht gerade aus. Perfekt. Danke. Danke dir. Mhm. 5 Wochen, erstes Bild. Check. 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 Yeah. Ja, ich geh. Hast du Besuch bestellt, oder was? Nein. Du? Ja, mit Sicherheit. Mit dem Umzug, oder was? Ja. Wer ist denn das? Hallo. Guten Tag. Guten Tag, Jana Schuster, mein Name. Hermanns. Ja, schönen Tag. Guten Tag. Hallo. Ich bin die Enkelin Ihrer bisherigen Vermieterin, Frau Kreuzer. Es ist nun so, dass ich das Haus geerbt habe. Und ich weiß, Sie sind zwar erst vor kurzem hier eingezogen, aber es tut mir leid, ich muss Ihnen leider wegen Eigenbedarfs kündigen. Sie müssten dann bitte bis Ende des Monats raus. Das ist jetzt wohl mal nicht Ihr Ernst, oder? Eben, seit 5 Wochen sind wir erst hier drin. Gucken Sie doch hier mal um. Wissen Sie, wie lange wir nach dieser Wohnung gesucht haben, die wir einigermaßen bezahlen können? Und der ganze Stress, die Arbeit und die ganzen Kosten vom Umzug. Ja, vor allem, wir können uns nichts anderes leisten, verdammt noch mal. Sehen Sie es doch mal so. So müssen Sie die Kartons gar nicht erst auspacken, die Bilder nicht aufhängen. Jetzt werden Sie mal nicht zuckersüß, ne? Also, es reicht. Ja, ehrlich. Es tut mir wirklich leid. Ich muss auch leider los, ich habe noch Termine. Besser gehen Sie auch gerade. Lassen Sie sich den Tag von mir nicht verlieren. Wo die Tür ist, wissen Sie. Also, eins garantiere ich, die wird mich richtig kennenlernen. Und vor allem, wenn wir uns erstmal einen Anwalt nehmen. Und dann werden wir sehen, wer hier recht bekommt in der ganzen Sache. Was das alles wieder kosten soll. Ach, was heißt, was das alles wieder kosten soll? Ich lasse mir doch nicht von der Frau mit dem blöden Spruch Eigenbedarf und Leben kaputt machen, oder? Aber jetzt lassen Sie doch mal sehen, den Mietvertrag haben Sie dabei? Ja, natürlich. Gut, die Kündigung auch? Natürlich, auch alles hier drin. Okay, dann schaue ich mir das doch gleich mal an. Ja, das ist echt ein Drama für sich. Okay. Ja, gut. Sogar recht günstig, die Miete. Das ist die Kündigung? Ja. Ja, also das ist ja. Da kann ich Ihnen schon mal sagen, Ihre neue Vermieterin, die versucht hier ganz schön zu bluffen. Ach, okay. Ja, es ist nämlich so, sie kann Sie nie und nimmer mit einer Kündigungsfrist von nur einem Monat aus der Wohnung schmeißen. Fakt ist, sie muss oder sie tritt mit allen Rechten und Pflichten in den alten Mietvertrag ein und muss sich dann natürlich auch an die ganz normale Kündigungsfrist halten. Und die ist 3 Monate. Also auch nicht, wenn wir erst vor kurzem eingezogen sind. Ich wusste, dass die uns vereimern will. Sie macht nur eine Einschüchterungstaktik. Ich würde trotzdem Ihrer freundlichen Frau Schuster mal ganz gerne einen Besuch abstatten und Sie darauf hinweisen, dass sie sich als Vermieterin natürlich ans geltende Mietrecht halten muss. Sehr gerne, sehr, sehr gerne. Es ist einfach nur nicht besser, weil sie ja hier die Wohnung neu geerbt hat. Nur mal gucken. Wenn wir schon kriegen, und das ist nicht so einfach, eine Eigenbedarfskündigung durchzukriegen. Also das, ja, aber so einen Nerven kriege ich, den braucht keinen Nee, ganz ehrlich, gerade erst eingezogen und nicht mal die letzte Kiste ausgepackt. Und das geht nicht mehr. Vor allen Dingen, es kostet alles einen Haufen Geld. Ich meine, so dicke haben wir es auch nicht. Ne? So mancher Vermieter versucht es einfach mal. In der Hoffnung, dass sich seine Mieter juristisch nicht auskennen und sich von solchen Schreiben einschüchtern lassen. Leider klappen solche Methoden auch allzu oft. Aber wir werden das dieser neuen Vermieterin nicht durchgehen lassen, sondern ihr mal ordentlich auf die Finger klopfen. Die Hermanns haben lange suchen müssen, um eine bezahlbare Wohnung zu finden. Das Geld für einen weiteren Umzug hat die vierköpfige Familie nicht. Christoph fängt erst in 3 Wochen seinen neuen Job an und Jessica arbeitet nur als Aushilfe im Verkauf. Klaus Pinkerneil will der Vermieterin nun klarmachen, dass ihre Kündigung nicht rechtens ist. Hallo, Frau Schuster. Ja? Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Pinkerneil. Ich bin der Rechtsanwalt von Familie Hermann. Darf ich kurz reinkommen? Ja, natürlich, kommen Sie rein. Ich würde mich nämlich ganz gerne mit Ihnen über diese Kündigung unterhalten. Sie haben schon mit mir gerechnet? Ja, ein wenig. Ein wenig? Na sowas. Ja, schön haben Sie es hier. Ja, ne? Was muss man denn beruflich so machen in Ihren jungen, attraktiven Jahren, dass man sich sowas leisten kann? Jura studieren. Ach, kommen Sie. Wenn Sie wirklich eine Kollegin von mir wären, dann hätten Sie niemals so eine Eigenbedarfskündigung verfasst. Dann wüssten Sie nämlich, dass die Kündigungsfrist mindestens 3 Monate und nicht 1 Monat beträgt, wie Sie meinen Mandanten weismachen wollten. Ich studiere ja auch noch. Ach so. Ja, dann würde ich Ihnen aber raten, dass Sie sich vielleicht noch mal in eine Mietrechtsvorlesung reinsetzen bei Gelegenheit. Nur so als kleiner Tipp am Rande. Möchten Sie vielleicht einen Espresso trinken? Ach, danke. Ich bin kein Kaffeetrinker, aber ich denke, bei Ihnen bräuchte ich vielleicht eher einen Whisky, aber... Passt schon, ich bin ja nicht zum Vergnügen hier. Ja, schade eigentlich. Ja, Sie haben es wirklich hübsch hier, muss ich schon sagen. Ist der Herr Papa auch Anwalt, oder wie? Und wenn, was wollen Sie eigentlich von mir? Was ich von Ihnen will, das kann ich Ihnen genau sagen. Ich frage mich und ich will eine Erklärung von Ihnen dafür, wieso Sie dieses, sag ich jetzt mal, Luxusloft eintauschen wollen gegen eine doch eher zweckmäßige 75 Quadratmeter Wohnung in einem sozialen Brennpunkt.
Nicht, dass es Sie was angeht, aber ich brauche halt einfach mal einen Tapetenwechsel. Ach, einen Tapetenwechsel? Ist so groß hier, ne? Muss man so viel putzen, oder wie? Zumal Sie aber doch noch nicht allzu lange hier wohnen. Hm? Glauben Sie? Glaube ich, ja. Sagen Sie, ist das hier eigentlich Wohneigentum oder kann man sowas mieten? Also auch wenn ich die ein oder andere Vorlesung vielleicht verpasst habe, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich auf derartige Fragen nicht antworten muss. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Oh, den wünsche ich Ihnen auch. Dankeschön. Danke. Das muss Frau Schuster mir erstmal beweisen, dass sie tatsächlich von dieser Luxuswohnanlage hier in die Wohnung der Hermanns ziehen will. Der Anwalt traut Jana Schuster nicht. Er hat im Grundbuchamt herausgefunden, dass die Luxuswohnung der 32-Jährigen frisch erworbenes Eigentum ist. Damit ist für den Juristen klar, dass die Kündigung wegen Eigenbedarf nur ein Vorwand ist, um seine Mandanten loszuwerden. Oh, na hallo, wer bist du denn, Mensch? Wieso denkt eigentlich jeder, dass er einen Hund streichen kann? Sitz! Entschuldigung, steht hier ein Schild, dass man das nicht darf. Aber es ist ja wirklich ein gefährliches Tier. Hm? Übrigens, darf ich mir vorstellen, mein Name ist Pinkerneil. Ich bin der Rechtsanwalt von Familie Hermanns hier aus dem Haus. Uhlenbrock, Heinz. Freut mich. Sagen Sie, hat sich denn die neue Vermieterin bei Ihnen auch schon vorgestellt? Hören Sie mir auf, die Kündigung habe ich gekriegt. Ach was. Mit welcher Begründung, wenn ich fragen darf? Ja, Eigenbedarf. Angeblich will Ihr Vater hier einziehen. Oh, na, das ist ja interessant. Na ja, gut. Wenn der Herr Papa das tatsächlich macht, ist da juristisch wenig gegen einzuwenden. Ja, wissen Sie, 35 Jahre wohnen wir hier in dem Haus. Meine Kinder sind hier groß geworden. Mit meiner Frau habe ich die schönsten Jahre hier verbracht. Leider ist sie vorher gestorben. Und jetzt sollen wir hier ausziehen? Ja, da haben Sie vollkommen recht. Ich würde es an Ihrer Stelle auch nicht so mir nichts, dir nichts schlucken. Wollen Sie nicht dagegen angehen? Ja, wie soll ich das machen? Einen teuren Anwalt können wir uns nicht leisten und gegen die reichen Leute haben wir sowieso keine Chance. Also, zum Glück ist hierzulande Recht bekommen nicht unbedingt eine Frage des Geldes. Ja. Aber ich muss jetzt zu meinen Mandanten, ich würde sagen, Herr Uhlenbrock, richtig? Uhlenbrock. Überlegen Sie es einfach und wenn es ist, rufen Sie mich gerne an und dann schauen wir mal. Wunderbar. Und mach's gut hier, Zombie, ne? Gefährliches Hund. Schönen Dank. Ciao. Ich möchte fast wetten, dass dieses Vorgehen der neuen Vermieterin Methode hat und es den anderen Mietern hier im Haus auch nicht anders ergangen ist und die alle eine Eigenbedarfskündigung bekommen haben. Ich möchte nur wissen, wie viele Verwandte Frau Schuster wohl hat, um hier das ganze Haus voll zu machen. Das ist doch irgendwas faul. My heart is a ghost town. Klaus Pinkerneil hat herausgefunden, dass alle Mieter eine Kündigung wegen Eigenbedarf erhalten haben. Der Jurist will den Hausbewohnern auf einer inoffiziellen Mieterversammlung raten, gegen die Kündigung vorzugehen. Jetzt sag erstmal herzlich willkommen zum Wohle. Ja, Prost, Herr Herrmann. Schön, dass ihr alle da seid. Gut. Wir sitzen ja nicht nur im gleichen Boot, wir wohnen unter dem gleichen Dach. Wir haben auch das gleiche Schicksal mit Mrs. Schuster. Und ich bin eigentlich der Meinung, wir sollten da allgemein mal ein Zeichen setzen, dass die uns nicht verarschen kann. Vor allen Dingen dieses Kündigungsschreiben, was wir alle bekommen haben, für Ende des Monats. Mein Anwalt hat Gott sei Dank herausgefunden, dass das absoluter Schwachsinn ist. Ne? Ja, also, ist Folgendes. Die Kündigungsfrist, die beträgt zumindest schon mal 3 Monate. So schnell kann sich da niemand auf die Straße setzen. Ja. Und je nachdem, wie lange die Mietverträge schon laufen, ich kenne jetzt nicht jeden einzelnen Fall von Ihnen, den müsste man extra prüfen, aber können da auch deutlich längere Kündigungsfristen im Raum stehen. Und wenn man 35 Jahre in dem Haus wohnt? Bei 35 Jahren, da gehe ich von einer Kündigungsfrist von mindestens 9 Monaten aus. Und wenn es hart auf hart kommt, gibt es ja auch noch Räumungsschutz und so weiter. Na also, so wie wir das mitbekommen haben, ist das wohl so, dass die ihre ganze Familie bei uns einquartieren will. Ja. Ne? Also sich selbst, ihren Vater, dann noch ihre geschiedene Mutter und auch noch ihren Bruder. Ich meine, was soll denn das? Aber gibt es denn sowas überhaupt im Mietrecht? So Familienzusammenführung? Ja, ja, das nennt man da ein bisschen anders. Ja, also eine Eigenbedarfskündigung kann prinzipiell schon auch für Familienangehörige geltend gemacht werden. Unter bestimmten Voraussetzungen kann man einen Eigenbedarf sogar anmelden für einen Zweitwohnsitz. Aber ich traue der Frau trotzdem keinen Meter über den Weg, wirklich nicht. Also in die Riesenwohnung alleine einziehen, ich meine, wenn wir erstmal raus sind, sind wir raus. Wenn wir nachweisen können, dass der Eigenbedarf nur vorgetäuscht ist, dann sind die Kündigungen natürlich unwirksam. Und wenn sie dann schon raus sind, dann können Sie natürlich auch Schadensersatz geltend machen. Und für meine Mandanten werde ich das natürlich versuchen nachzuweisen.
Ja, solltet ihr euch auch einen Anwalt suchen. Herr Pinkerner ist auch vor allen Dingen der Meinung, dass das auch gar nicht mal so schlecht aussieht. Ich meine, es ist nachzuweisen, dass die Frau Schuster sich gerade eben erst eine Eigentumswohnung gekauft hat. Okay. Das Wichtigste daran ist, dass sie diese Eigentumswohnung auch selbst bewohnt. Ja, trotzdem müssen wir definitiv wasserdicht nachweisen, dass der Eigenbedarf nur vorgetäuscht ist. Ja, und das ist unverschämt auch. Was raten Sie uns jetzt? Was? Naja, ich würde Ihnen allen raten, dass Sie sich auch juristisch beraten lassen. Entweder bei einem Mieterverein oder gerne auch bei mir oder wenn Sie einen anderen Anwalt Ihres Vertrauens haben, auch bei denen. Ich denke, jeder Kollege wird da denselben Rat geben, nämlich, dass wir der Kündigung erstmal widersprechen sollten. Mhm. Ja, heißt es mal, ne? Ich weiß nicht. Alle Fälle geben uns nicht geschlagen, Leute. Das ist richtig. Genau. Darauf trinken wir. Ja, Prost. Das schon alles hinkriegen. Ich kann allen Mietern grundsätzlich immer nur raten, sich im Zweifelsfall juristischen Beistand zu holen. Denn wenn sich niemand wehrt, dann werden sich die Vermieter immer wieder über die Mieterrechte hinwegsetzen. Klaus Pinkerneil hat für seine Mandanten Widerspruch gegen die Kündigung eingelegt, ebenso wie alle anderen Mieter des Hauses. Die Hermanns sind erleichtert und hoffen, dass nun endlich Ruhe einkehrt. Doch ihre Vermieterin fährt nun noch schwerere Geschütze auf. Entschuldigung, hallo. Ja, hallo, Sie, genau Sie. Stopp. Was ist das? Das ist unser Fall, das können Sie nicht einfach mitnehmen. Sorry, aber was hier steht, wird mitgenommen. Ja, sieht das aus wie Sperrmüll oder was? Hallo. Also man kann mir doch nicht bei jedem Teil hier überlegen, ob das noch gut ist oder nicht. Sie glauben ja, was die Leute heutzutage alle wegschmeißen. Das ist mein Fahrrad und das kommt genauso wie dein Keller, wo die standen hat. Ja, und außerdem, das sind alles Sachen, die bei uns aus dem Keller kommen. Also da bleibt definitiv alles hier. Aber wer hat sie denn beauftragt, verdammt nochmal? Keine Ahnung. Wären Sie so lieb und würden mal nachgucken, bitte? Ey, boah, ich hab ja keine Zeit jetzt für so einen Scheiß. Lieber guter Mann, das ist wirklich wichtig. Ja, ist ja gut. Sagen Sie mir wenigstens, ob eine Jana Schuster auf Ihrer Liste steht. Ja, Schuster, ja, steht hier. Ey, ich wusste es. Die Sachen bleiben definitiv hier, bitte. Wissen Sie was, ich mache jetzt erstmal meine Mittagspause. Ja. Sie klären das mit Jana Schuster. Ja? Ja, müssen Sie kommen verstehen. Dann später nochmal wieder. Das sind alles Sachen aus unserem Keller, aber die nicht weggeschmissen werden dürfen. Okay. Ja. Alles gleich. Mach meine Mittagspause. Bis gleich. Sie bitte an. Ich rufe die jetzt gleich an. Aber die kann ja mal was erleben. Guck dir das doch mal hier an. Die kann ja nicht unser Eigentum hier wegschmeißen. Alles. Das ist ja auch hier Dings von der Roswitha. Ja. Ja, das kann nicht sein. Nee, das geht überhaupt nicht, ne? Also, wenn ich es nicht mit meinen eigenen Augen gesehen hätte, dann hätte ich es nicht glauben können. Aber ey, die Frau Schuster, die ist das ja wohl unerhört. Ich meine, nennt man das nicht Diebstahl? Unerlaubtes Entfernen von Eigentum? Ja, die will mal sehen, was sie noch davon hat. Jeden Tag eine neue Geschichte mit der Alten. Da bin ich mal gespannt, was jetzt noch kommt. Kann man nicht. Mach mal auf. Erstmal nach oben, ne? Ja, gibt es noch was mit dir? Du sag mal, der Schlüssel passt nicht. Ach Quatsch. Nein, jetzt ernsthaft, Mann, wir probieren nur noch. Ich will hier noch keinen Schmarrn. Ey, hallo, was ist denn das jetzt? Boah, kann das sein, dass die Alte die Schlösser ausgetauscht hat? Ja, sicher, dass die Schlösser ausgetauscht hat. Ich krieg hier bald echt langsam das Kotzen. Ich knall hier durch. Ich kann uns doch nicht die Schlösser hier einfach austauschen. Immer sind wir irgendwelche Mietnummer. Wir zahlen Miete. Wir sind vernünftige Leute hier, oder? So, warte mal. Lass mal gucken. Wenn jemand zu Hause ist. Ich kotze hier echt langsam durch. Hör mal, du hast doch die Nummer von der Schuster am Handy, oder? Ja, natürlich. Ja, dann wähl mal durch und gib mir mal, ich ruf die jetzt an. Ja, komm. Ich möchte erst mal reinkommen, warte doch erstmal. Schreib mal dein Handy und ruf mal. Komm mal her. Nee, die reiße ich jetzt in Stücke. Erstmal möchte ich reinkommen, Schatz, ganz ehrlich. Ja, so. Dann versuch du reinzukommen hier, und ich ruf die Nummer raus. Roswitha, auch nicht zu Hause. Meine Güte. Hallo? Mailbox. Ja, Hermann, schönen guten Tag, Frau Schuster. Wir stehen hier vorm Haus und kommen nicht rein. Dreimal dürfen Sie raten, warum, weil Sie wahrscheinlich die Schlösser ausgetauscht haben. Roswitha? Da das hochgradig illegal ist, das sollte Ihnen wohl klar sein. Und da lassen wir uns auch nicht gefallen, das wird Konsequenzen haben. Schönen Tag noch. Ich glaub's nicht. Ja, macht immer noch keiner auf. Ist ja auch keiner da. Ja, dann knack ich das Schloss. Nein, das machst du nicht, Schatz. Das kostet alles Geld. Ich möchte aber rein. Oh, Roswitha. Ja, Mensch, du bist ja ganz aufgeregt. Was ist denn hier los? Ja. Die Schuster hat uns das Schloss ausgewechselt. Ja. Das glaub ich nicht. Doch. Frag mich mal. Von dir ist es passt nicht. Tatsache. Hier kommen wir gar nicht rein. Punk, aber ich sag's nicht. Nee, komm mal mit. Christoph gibt so schnell nicht auf. Er hat eine Idee. Du hast die Balkontür doch auf. Ja, die lass ich immer auf. Egal, komm. Komm her. Komm, ach. Schwimm rein. Oh, na, aber ich hab Angst. Ach, Quatsch. Na, aber ihr habt ja gut reden. Komm, ich halt fest. Und echt? Dann machst du von innen auf. Echt? Soll ich da jetzt rein? Ja, natürlich. Ach, du Scheiße. Ach, komm, das ist nicht hoch. Oh, weia. Hätte auf die Idee noch früher kommen können. Oh.
Edith! Na ja! Na ja, ja, seid vorsichtig! Na, für eine gute Nachbarschaft mache ich alles. Du bist recht. Gut, ich lasse mich vorne auf. Ja, wir kommen nach vorne. Ja. Mann. Mensch, ich habe keinen mitgebracht. Wunderbar. Nee, komm, geht ihr schon mal rein? Ich hab das Fahrrad noch. Komm mal rein. Komm, geht ihr schon mal. Ich mach das schon. Also ich bin verdammt sprachlos, zu was die Frau alles fähig ist. Was soll denn da noch alles kommen? Ich meine, wir können vor Glück sagen, dass wir einen Anwalt engagiert haben, weil letzten Endes ohne Anwalt wären wir verdammt arm dran. Den rufen wir jetzt auch definitiv gleich erstmal an. Ja, definitiv. Sollten die Hermanns ihre Wohnung wirklich verlieren, landen sie auf der Straße. Der Stress belastet die Familie sehr. Und auch der nächste Tag beginnt mit einer bösen Überraschung. Morgen, was ist denn los? Ja, der Wecker nicht klingelt. Den können wir nicht. Hey, Tom ist schon weg. Der hättest du mal wecken können, oder? Guck mal nach, was der Sicherungskasten sagt. Ja, alles. Ja, komm, los. Machen das am frühen Morgen. Wir müssen fertig werden. Ja, hallo. Ich geh duschen. Mach das nicht so eine Hektik hier. Was ein Scheiß hier. Ja, super. Ist hier alles tot, oder was? Mann, Scheiße, wo ist der Schlüssel? Haben wir den wieder verbummelt, ey. Wasser geht nicht. Ach, Leute, wollte mich eigentlich... Oh. Ja, ich drehe gleich durch. Ja! Mann, ich kann doch nicht hexen. Was ist los? Ja, kein Wasser. Ach, stell dir vor, in der Küche ist auch kein Wasser, nirgendwo Wasser. Super, kein Strom, prima, kein prima. Wasser. Und jetzt? Du schnappst sie jetzt schlappen und dann guckst du bei den Nachbarn, ob die gleich Probleme haben. Machst du es bitte? So, ich gehe da nicht ungeschminkt vor die Tür. Ach, oh, Rosa, deine Zigarette. Ja, ich gehe. Komm, in dem Irrenhaus hier, das ist ja nicht mehr normal hier. So, du machst dich jetzt fertig für die Schule. Ich gehe doch nicht ungeduscht zur Schule. Tom ist auch in der Schule. So, dann haben wir Wasser. Komm jetzt mit. Danke, Rosa, ne? Du brauchst ja gar nicht so zickig sein hier. So, Mädchen. Ab, waschen, los, komm. Dein Ernst? Ja, mein Ernst, mein voller Ernst. Packst du aus dem Waschlappen und dann... Ja, die ganze Hütte ist tot. Alle Wohnung tot, nee. Haus tot. Da steckt doch die Schuster hinter. Ja, mit Sicherheit. So, wir rufen jetzt einen Rechtsanwalt an. Da habe ich keine Lust mehr. Ja, weil wenn ich die zu packen kriege, dann läuft das nämlich ganz anders. Das schwöre ich dir aber. Hey, die hat sie doch wohl nicht mehr alle. Weil so viele Zufälle gibt es nicht auf einmal. Ich will ja langsam echt nur noch weg. Da hat sie ihr Ziel erreicht. Ja, hallo, Frau Herrmann hier. Ich bin mal gespannt, wie die Vermieterin sich da rausreden will. Ich bin echt hart im Nehmen, aber kein Wasser und kein Strom. Irgendwo hört der Spaß auf. Angesichts der erneuten Schikanen durch die Vermieterin Jana Schuster will Rechtsanwalt Klaus Pinkernall dieser nun unmissverständlich klarmachen, dass sie mit ihren Machenschaften nicht durchkommen wird. Ich kümmere mich dann drum. Danke, bis dann. Tschüss. Ja, komm. Jawohl. Und hier. Spür ich gerade? Sieh schon wieder. Ich bin gerade beschäftigt, wie Sie sehen, oder? Ja, ich auch. Ich bin nämlich dienstlich hier. Wir müssen weitermachen, bevor du kalt bist. Ja? Ja, komm. Moment. Vier. Komm. Ich lass doch jetzt nicht meinen Personal Trainer wegen Ihnen ausfallen. Der Typ kostet ein Vermögen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Was Sie sich aber offensichtlich sehr gut leisten können, während Ihre Mieter ohne Strom und Wasser in der Wohnung sitzen. Sie können Ihre Mieter nicht auf dem Trockenen sitzen lassen. Da ist mir völlig egal, wer hier jetzt gerade wen totschlägt und was die Leute kosten. Das tut mir auch schrecklich leid. Aber ich habe das doch aus Sicherheitsgründen gemacht. Aus Sicherheitsgründen? Ja, der Keller, der steht voll mit Wasser. Und die beauftragte Installationsfirma musste Strom und Wasser absperren. Ja, und wieso informieren Sie da Ihre Mieter nicht drüber? Ich habe der Firma doch Bescheid gesagt, dass sie bitte einen Zettel im Flur hängen. Wenn die das nicht machen, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Das kann sie aber sehr teuer zu stehen kommen. Ihre Mieter können in so einem Fall die Miete um 100% mindern, wenn die Wohnungen faktisch nicht nutzen können ohne Strom und Wasser. Ja. Das tut mir auch wirklich schrecklich leid. Wie lange soll denn dieser Zustand jetzt noch dauern? Weitermachen. Ja. Die Firma arbeitet unter Hochdruck. Die sind dabei, das Problem zu beheben. Welche Firma ist das denn? Das würde ich mir von denen mal gerne persönlich bestätigen Lennarts lassen. GmbH heißen die. Die sitzen in Schöneberg. Lennarts GmbH in Schöneberg. Ich würde jetzt lieber ein Stück beiseite gehen. Ja, ja. Und was ist mit dem Türschloss? Was für ein Türschloss? Na, das Türschloss von der Wohnungstür in dem Wohnblock, in dem Ihre Mieter wohnen, das wurde nämlich in einer Nacht- und Nebelaktion ausgewechselt, sodass keiner mehr ins Haus konnte. Ich habe da kein Schloss ausgewechselt und ich habe auch niemanden beauftragt, das zu tun. Aber wenn wir gerade über Sie reden, Sie haben doch die Mieter des Hauses alle auf mich gehetzt. Ich? Die sind alle in Widerspruch gegangen wegen der Eigentumserklärung. Ach nee.
Ja, also ich habe damit jedenfalls nichts zu tun. Und was Ihre Eigenbedarfskündigungen anbetrifft, die können Sie in der Pfeife rauchen. Ich habe nämlich festgestellt, dass das hier eine Eigentumswohnung ist, die Sie überhaupt erst vor kurzem bezogen haben. Und damit sind Ihre Eigenbedarfsgründe vom Tisch null und nichtig. Das werden wir ja noch sehen. Außerdem kann ich sie doch als Zweitwohnung angeben. Kann mir keiner was. Frau Schuster, man merkt, dass Sie Jura vorerst nur studieren. Jetzt bleiben Sie mal hier ganz sachte. Eigenbedarfskündigungen wegen Zweitwohnsitz sind unter nur ganz engen Voraussetzungen zulässig. Nämlich zum Beispiel dann, wenn eine riesen Entfernung zwischen der einen oder anderen der Wohnung liegen würde. Und in Ihrem Fall, schätze ich mal, sind das nur 8, maximal 9 Kilometer Luftlinie. Also da bin ich mal schon sehr gespannt auf Ihre nachvollziehbare und vernünftige Begründung. Da lasse ich mir schon was einfallen. Irrtum. Im Nachhinein ist nicht. Das hätte Ihnen schon vorher einfallen müssen. Und übrigens, was den Sperrmüll anbetrifft, was Sie da veranstaltet haben, ist verbotene Eigenmacht. Sie können sich nicht einfach so am Eigentum vergreifen. Alles klar. Jetzt lieber beiseite, bevor ich Sie noch treffe. Ja, ja. Und übertreiben Sie es nicht mit McFitty, ne? Ja. Diese Frau versucht wirklich mit allen Methoden, ihre Mieter aus dem Haus zu ekeln. Und sie schreckt dabei auch vor unlauteren Methoden nicht zurück. Ich muss nur versuchen, ihr das alles hieb- und stichfest nachzuweisen. Familie Hermann wird von ihrer Vermieterin Jana Schuster schikaniert. Rechtsanwalt Klaus Pinkerneil bestellt den befreundeten Baugutachter Lars Otten zum Mietshaus. Er will wissen, ob Jana Schuster der Familie Strom und Wasser wirklich wegen eines Wasserschadens abgestellt hat. Die Nerven der Hermanns liegen blank. Alles in Ordnung? Okay. Komm mal mit. Auch hier kein Wasserschaden. Noch alles trocken. Strom und Wasser wurden aus unerfindlichen Gründen einfach abgestellt. Und da an den Leitungen hier auch nicht herummanipuliert wurde, gehe ich davon aus, dass die Vermieterin sich direkt an den Versorger gewandt hat. Geht das denn einfach so? Ach Schatz, sei doch nicht so naiv. Die tischt da irgendeine Story auf. Lügen kann sie, das wissen wir alle. Na gut, dann werde ich mich auf jeden Fall direkt mit dem Versorger in Verbindung setzen. Mal sehen, was sie da für eine Story erzählt hat. Aber ich vermute mal auch die Geschichte vom Wasserschaden. Aber das lässt sich ja jetzt sehr schnell klarstellen. Ja, aber wenn Sie das machen, können Sie denn nicht einfach Strom und Wasser wieder anstellen lassen? Ganz so einfach ist es nicht. Nachdem Frau Schuster den Auftrag beim Versorger gegeben hat, das Wasser abzustellen, muss sie selber auch wieder den Auftrag geben, das Ganze anzustellen. Aber keine Sorge, ich werde unserer Frau Schuster ordentlich auf den Zahn fühlen und ihr ein Ultimatum setzen. Und diesmal lautet meine Frist sofort. Geben Sie da echt bitte Feuer, ohne Ende. Auf jeden Fall. Das machen wir auf jeden Fall. Ja. Gut, Lars, ich danke dir für die erhellenden Ausführungen. Dann bis zum nächsten Rechtsstreit. Ne? Vielen Dank für alles. Ne? Ja. Diese Methode der Versorgungssperre wird auch kalte Räumung genannt und wird gerne von Vermietern praktiziert, die ihre Mieter loswerden wollen. Das ist allerdings in höchstem Maße rechtswidrig. Die Mieter haben ein Recht darauf, dass die Störung beseitigt wird. Und das werde ich jetzt einfordern.